Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich habe Angst. Kapitel 1. Rückkehr in die Zukunft. Nach der Trauerfeier kehrten wir gemeinsam nach Black Mirror zurück. Die lange Fahrt durch die düstere Landschaft schien kein Ende zu nehmen. Während der Fahrt herrschte Schweigen. Als sich unsere Blicke trafen, waren sie voller Trauer. Aber in unseren Gesichtern war nicht nur Kummer zu sehen. Für Victoria und Robert war ich gewissermaßen ein Fremder. Meine unerwartete Rückkehr nach mehr als 12 Jahren war der Anlass für die unausgesprochenen Fragen in ihren Augen. Was passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Danke, Heinz. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. William hat mir alles bedeutet. Und jetzt... Du brauchst nichts mehr zu sagen, Victoria. Heute ist ein trauriger Tag für uns alle. Ich glaube, ich lasse dich jetzt allein. Wenn du mich bitte entschuldigst. Du musst nicht gehen. Du bist mir ein ebenso guter Freund, wie William es war. Ich schätze deine Worte. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich bitte dich, sei unser Gast. Ich bleibe gern, wenn es dein Wunsch ist. Mich interessieren einige Bücher in der Bibliothek. Ich ziehe mich dorthin zurück, wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Nein, ganz und gar nicht. Danke. Ich werde in der Bibliothek sein. Bates, falls Heinz etwas benötigt, helfen Sie ihm bitte. Aber natürlich. Sie können sich auf mich verlassen, Madam. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube, du könntest etwas Ruhe brauchen. Du bist so einfühlend wie immer, Robert. Ich möchte eine Weile mit meinen Gedanken allein sein. Das ist absolut verständlich. Samuel, würdest du mich bitte in mein Arbeitszimmer begleiten? Ja, gerne. Oh, Samuel, bitte bleib. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Selbstverständlich. Würdest du mich bitte entschuldigen, Robert? Wir sprechen uns später. Ich werde in meinem Arbeitszimmer sein. Samuel, sag, bist du zurückgekehrt, um für immer bei uns zu bleiben? Um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nicht entschieden. Lass mir bitte noch etwas Zeit. Vergiss nicht, wir sind immer noch deine Familie. Du bist ein Gordon und du gehörst hierher, genau wie alle anderen Gordons vor dir. Ja, dessen bin ich mir wohl bewusst, aber ich muss meine Gedanken ordnen. Vielleicht kann ich dann deine Frage beantworten. Oh,
Ich hatte so gehofft, dass du ja sagst. Mir geht es nicht sehr gut. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Natürlich. Ich gehe auf mein Zimmer. Sir, ich habe mir erlaubt, Ihr Zimmer aufzuräumen. Ich glaube, Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hier ist der Schlüssel. Ihr Koffer ist schon im Zimmer. Danke, Bates. Victoria möchte, dass ich bleibe. Vielleicht hätte ich es ihr versprechen sollen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht später. Bates hat mein Zimmer hergerichtet. Ich sollte es mir ansehen. Okay, Esszimmer. Da haben wir ein Bild, das können wir uns doch mal angucken. Marcus Gordon, der jüngere der beiden Brüder, die unsere Familie gegründet haben. Okay, so. Damit möchte ich euch übrigens auch willkommen heißen zu Let's Play Black Mirror. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier wohl ein etwas düsteres Point-and-Click-Adventure ist als gewohnt. Und ja, etwas älter als die, die ich bisher gespielt habe. Ah, da ist das Zimmer. Aber das macht ja nichts. Roberts Arbeitszimmer. Ja, der wollte mich ja sprechen, ne? Guck mal einfach mal. Robert, darf ich einen Moment mit dir sprechen? Natürlich. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Wir haben einander schon so lange nicht mehr gesehen. Wie viele Jahre sind es? 12, vielleicht mehr. Eine wirklich lange Zeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin nicht für immer zurückgekehrt. Ich bin nur wegen Williams Beerdigung hier. Wirklich? Das ist schade. Ich dachte, du bleibst wenigstens für ein paar Monate bei uns. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Also, worüber möchtest du reden? Black Mirror, was gibt's Neues? Geh mal einfach mal die Reihe durch, so. Was denkst du über das, was William zugestoßen ist? Das ist aber eine seltsame Frage. Was soll ich denn darüber denken? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, geschweige denn Selbstmord. Ich fürchte, du ziehst voreilige Schlüsse, Samuel. Du glaubst doch nicht etwa, dass es Mord war, oder? Nein. Aber mal ehrlich, wer bringt sich im Herbst seines Lebens um? William war ein sehr alter Mann. Hör mal. William war alleine im Turm, als es passierte, und die Tür war von innen abgeschlossen. Also ist Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Warum hat er dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Das weiß ich nicht. Und ich will auch nicht darüber nachdenken. Ich versuche gerade, meine Gedanken von Williams Tod abzulenken, und ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Wie ist es möglich, dass Robert gar nicht daran interessiert ist? Bin ich der Einzige, der die Wahrheit über Williams Tod wissen will? So, dann Black Mirror. Das Schloss verfällt zusehends. Wie lange soll das so weitergehen? Das Schloss steht seit Jahrhunderten und es wird nicht in nächster Zeit zusammenstürzen. Es wird uns überdauern. So wie es unsere Vorfahren überdauert hat. Aber der alte Flügel ist langsam baufällig. Er war schon baufällig, als ich geboren wurde. Und er steht noch immer. Warum hat ihn nie jemand restauriert? Oh, das hat man. Vor etwa 100 Jahren hat Werner Gordon versucht, ihn zu restaurieren. Wieso sagst du versucht? Nun, er war nicht der Erste, der es versucht hat. Der neue Bau hat nie länger als ein paar Jahre gehalten. Die ursprünglichen Fundamente des Schlosses, die von Marcus und Mordred gelegt wurden, befinden sich innerhalb dieser Mauern. Es ist, als ob die alten Steine die neuen nicht annehmen wollten. Wirklich seltsam. Also, was hat sich in meiner Abwesenheit hier so getan? Ich kann mich an nichts Besonderes erinnern. Gibt es irgendwelche neuen Familien? Nein, ich glaube nicht. Die einzige Person, die neu hierher gezogen ist, ist Dr. Herman. Außerdem haben wir einen anderen Stallknecht
und einen anderen Gärtner als die, die du kanntest. Ich war 12 Jahre nicht mehr hier und das Einzige, das sich verändert hat, ist, dass wir 2 neue Bedienstete haben? Naja, die Leute reißen sich nicht gerade darum, hier zu leben. Das weißt du doch selbst. Ja, es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist beinahe unheimlich. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Alles klar. So, Victorias Zimmer. Nö, wir gehen in unser Zimmer. So. Dann mal rein in die gute Stube. Die Tür ist abgeschlossen. Bates hat mir seinen Schlüssel gegeben. Ich kann sie aufschließen. Ja, dann tu das doch. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ist, als wäre ich erst ein paar Tage fort. Willkommen daheim, Samuel. Okay, dann packen wir doch mal den Koffer aus. Ich habe nur einige Reisenecessaires darin. Ich stecke die Tabletten ein, falls ich wieder Kopfschmerzen bekomme. Tu das. So, außer Tabletten. Die Brieftasche kann ich bestimmt gebrauchen. Aha. Ich sehe nichts Interessantes. Okay. Was ist da? Okay, Bilder. Kleine Bilder. Eine Zeichnung des Anwesens der Familie Gordon in Wales. William hat sie als junger Mann angefertigt, als er dort war. Mhm. Die nächtliche Silhouette unseres Schlosses. Williams Porträt meiner geliebten Catherine. Sie starb bei diesem furchtbaren Brand. Und es war meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen können. Ja, sowas ist schon blöd. So. Kruzifix. Das Heilige Kreuz. Ein altes Gemälde. Ich weiß nicht, wer der Maler war. Okay. Ja, Bett. Ich möchte mich jetzt nicht ausruhen. Okay. Spiegel. Davor hat Catherine jeden Morgen ihr wunderschönes Haar gebürstet. Es ist besser, den Erinnerungen nicht nachzuhängen. Okay, was ist denn in den Schubladen drin? Ein Fotoalbum. Eine alte Fotosammlung. Ich möchte nicht an die Zeiten erinnert werden. Ich lasse sie in Ruhe. Verzeih mir, Catherine. Was ist denn in der unteren Schublade? Abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Ich werde mich im Zimmer umsehen. Er muss hier irgendwo sein. In der Schüssel? In der Wasserschale? Es ist voll mit klarem Wasser. Da ist noch genug Wasser im Becken. Oh, was war da? Kamin? Es ist kalt hier. Ich werde Bates sagen, er soll den Kamin anzünden. Ja.
Schüssel. Vielleicht ist der ja in diesem Fotoalbum. Nein. Wo ist denn der Schlüssel? Okay.